Guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zum fünften Tag oder so der Vlog-Challenge auf jeden Fall. Wir haben es gerade 10.30 Uhr. Ich bin gerade am Frühstücken. Ich kann euch mal zeigen, was ich esse. Es ist nichts Besonderes, nichts Specialiges, aber es ist halt Cornflakes einfach. Und Milch, vegane Milch, of course. Und ja, es ist geiles Wetter draußen. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich heute mache. Aber auf jeden Fall dachte ich, fange ich mal den Vlog an, weil dann habe ich ein bisschen mehr Material abends. Dann ist ein bisschen länger, wisst ihr. Aber ja, that's the plan for today. Alright, Freunde, ich bin gut gestärkt jetzt. Aber ich sehe sehr müde aus. Eigentlich bin ich gar nicht so müde, aber ich habe scheiße geschlafen. Von daher, ja. Und ich sehe auch ehrlich ein bisschen fertig aus. Deswegen gehe ich auch erstmal duschen. Typischer Samstagmorgen halt. Ich glaube, ich bin gerade allein zu Hause, das heißt, ich werde meine Bluetooth-Box holen und ein bisschen Musik dabei hören, weil es hat einfach richtig Bock und gute Laune und so. Und ja, vielleicht fahre ich nachher noch in eine Stadt und ja, guck mal, was da so geht. Mal gucken. So, Freunde, ich habe mich jetzt fresh gemacht, sieht nicht viel anders aus, aber ich war halt duschen, Zähne putzen, habe Haare geföhnt und so, von daher einfach fresh gemacht. Jetzt muss ich zur Post. Ich habe hier so einen Beutel vom Marathon. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, aber sieht fresh aus. Man muss erstmal Pakete für meine Mom wegbringen mit dem Fahrrad. Es ist mega warm draußen, ich habe keinen Bock, aber egal. Machen wir jetzt einmal. Und danach räume ich, glaube ich, ein bisschen mein Zimmer auf, weil sieht nicht so geil aus. Und dann, mal gucken, es ist 11.20 Uhr circa. Ich wollte mich vielleicht noch nachher mit irgendwem treffen. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Because I'm a loner. Ja, mal gucken. Right, friends. Wir haben jetzt 13.42 Uhr und ich fahre gleich los. Ich treffe mich mit Aileen, mit einer Freundin von mir. Und wir cruisen ein bisschen rum, mal gucken, wo wir hinfahren. Ich weiß noch nicht ganz. Wird auf jeden Fall ziemlich cool. Vielleicht gehen wir ein Eis essen oder trinken irgendwo was. Ich habe Bock auf jeden Fall. Es ist irre warm, wieder immer noch. Aber egal, dann nutzen wir einfach das Wetter noch heute ein bisschen aus. Fahren ein bisschen rum, genießen einfach alles. Ich freue mich voll. Ich freue mich richtig, heute was zu machen, ehrlich. Und ich habe richtig Bock. Yo, Friends. Ich habe jetzt Aileen abgeholt und wir sind jetzt im Outlet. War easy Strecke, war nicht so mega viel los, aber hier ist extrem viel los. Mal gucken. Ich denke, wir gehen zu Nike rein. Ich muss unbedingt was essen. Ich habe noch kein Mittag gegessen. Mal gucken, was wird. Okay, Friends, wir haben uns jetzt zwei Bowls geholt. Einmal mit, wir haben eigentlich dieselbe Bowl, nur mit anderen Soßen. Aileen hat Aioli als Soße. Sehr interessant, finde ich, weil es ja eigentlich eher auf Döner ist, aber egal. Und und ich habe eine Chili-Mayo-Soße. War ein bisschen teuer, aber es ist auch eine riesige Portion. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber es ist wirklich riesig. Und was holen wir uns jetzt? Ey, du schneidest das raus, Digga! Hä? Kaffee. Kalten Kaffee. Okay, Freunde, wir stehen immer noch in der Line und warten. Das dauert ewig. Guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zum sechsten Tag der Vlog-Reihe. Wir haben Sonntag und ich habe gestern das Video für Samstag nicht geuploadet, weil ich dachte, ich mache es einfach so kombiniert als Weekend-Vlog. Ich glaube, das kommt auch ganz cool. Ja, wie gesagt, heute ist Sonntag. Gestern Abend habe ich noch lange gechillt und nichts mehr gefilmt. Aber ja, ich bin etwas müde. Wir haben so 12:30 circa. Ich habe schon gefrühstückt und ein bisschen Netflix geguckt. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, Homeworkout zu machen und danach duschen zu gehen und ein bisschen, genau, ein bisschen Sport zu machen und so, weil ich diese Woche nicht im Gym war. Und irgendwie muss man ja ein bisschen Sport machen. Und nachher fahre ich noch ein bisschen Fahrrad und gehe mit Kira, um ein bisschen aktiv zu bleiben. Und dann mache ich auf jeden Fall heute noch Hausaufgaben, weil das muss ja auch gemacht werden. Von daher hier. Oh cool. Ich glaube auch, dass morgen richtig cool wird, weil ich habe nur 4 Stunden Schule, was eh cool ist. Und wir machen jetzt Kursfotos, weil ich bin ja im Abi-Jahrgang. Und da hat man immer so ein Jahrbuch am Ende. Ich glaube, das hat jeder. Und auf jeden Fall gibt es ja immer Kursfotos. Und von meinen Leistungskursen machen wir halt nächste Woche dann die Fotos. Und ich finde es irgendwie voll cool so. Mal gucken, wie es wird. Macht auf jeden Fall Spaß, glaube ich. Und ich habe morgen einen Arzttermin. Freue ich mich nicht so drauf. Ich mag eigentlich Arzt nicht so, aber ist ja auch wichtig so. Von daher, ja. Ich habe gerade auch gemerkt, dass meine Taktik gar nicht aufging, dass ich gestern kein Video hochgeladen habe, weil das Video gestern, was ich gestern hochgeladen hätte, wäre ja Freitag gewesen und nicht Samstag.
Well, das war jetzt nicht so geplant. Egal, dann lade ich einfach das am Freitag hoch und sage so, yo, ne? War eigentlich Wochenende, keine Ahnung. Aber vor allem habe ich eh nicht so viel gefilmt, von daher, ja, glaube ich. Ach, ich weiß gar nicht, ich bin, also ehrlich, wenn man immer so hat, so den einen Tag filmt man und den nächsten lädt man hoch, wenn man dazu drüber nachdenkt, man kommt so durcheinander, wirklich. Plus, ich sag ja jedes Mal, dass ich mein Zimmer aufräumen muss in den Vlogs, aber ich glaube, heute ist es wirklich mal Zeit. Alles ist sehr, ja, durcheinander. Mein Fake-Mikrofon, aber voll lustig, weil es so Gold ist und für 1 € mal geholt. Aber ja, es ist alles sehr unordentlich. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch das Zimmer clean heute. Ich habe mich jetzt fresh gemacht. Ich bin ehrlich ein bisschen müde irgendwie. Und ich weiß nicht, ob meine Haare mir noch so gefallen. Ich glaube, ich mache meinen Bukuhila mal ab, weil ich mache... So sieht es irgendwie scheiße aus. Ich mache jetzt immer schon so und ich glaube, der muss ab. Ganz ehrlich, ich brauch das nicht mehr. Jetzt räume ich auf jeden Fall mein Zimmer auf. Ich weiß nicht, wie man diese Übergänge macht, aber hier auf jeden Fall schon mal vorher. Digga, was ist mit meiner Kamera los? Also vorher. Hier alles voll. Mein Bett nicht gemacht, obviously. Hier alles trash. Hier liegt auch was rum. Ja, mein ganzes Zimmer ist gerade wohl los. Alright, friends. Ich habe gerade mein Video von Freitag hochgeladen. Nochmal kurz produktiv gewesen. Es ist jetzt 20.30 Uhr. Und ich gucke gerade Football, natürlich, auf RTL. Habe gerade gegessen. Es gab so veganes Hähnchen und Gemüse und so, ganz geil. Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe auf jeden Fall heute Nachmittag nicht so viel gefilmt, weil ich ein bisschen müde war und so. Ich habe auch nicht so mega viel gemacht, aber ich habe auf jeden Fall Hausaufgaben gemacht. Wir sollen mich das Buch hier lesen für Deutsch. Das habe ich weitergemacht und ich habe Englisch gemacht. Von daher, ich war trotzdem produktiv, aber es war halt auch nichts Spektakuläres. Deswegen, ich glaube, der Vlog wird cool für das, was ich gestern gemacht habe mit Aileen. Aber jetzt ist es ein bisschen langweilig. Right, Freunde, ihr kennt das schon von mir. Ich vergesse immer, mein Ende zu drehen. Aber hier bin ich wieder. Wie ihr wahrscheinlich am Sonntag schon gesehen habt, war ich ziemlich müde. Und deswegen kam jetzt am Montag auch kein Video, weil ich habe von Sonntag auf Montag Fettfieber bekommen in der Nacht. Und wenn man sich das so anguckt am Sonntag, wie müde ich schon war, checkt man auch irgendwie schon, dass ich da schon so ein bisschen krank war. Von daher, ja, jetzt bin ich komplett krank. Aber heute ist Dienstag und ich habe heute ein bisschen gefilmt. Aber ich mache halt nicht so mega viel, weil ich natürlich krank bin. Aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Weekend-Vlog gefallen. Ich persönlich finde ihn sehr lustig mit Aileen. Danke Aileen auf jeden Fall, dass sie dabei war, weil sie war mein erster Gast auf meinem Kanal. Voll cool. Und ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich konnte euch damit entertainen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, abonniert mich, liked das Video und schreibt einen Kommentar. Ich liebe immer noch Kommentare. Schreibt einen Kommentar. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag.